Dieses Hambacher Schloss ist für mich kein Zeichen mehr von Demokratie. Dieses Schloss ist für mich mittlerweile ein Zeichen der Unterdrückung, gekapert von Linksfaschisten. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Gestern war unser Videoteam beim Hambacher Fest und wir haben einige Stimmen für Sie eingefangen. Eine weitere Dokumentation über das Hambacher Fest wird noch folgen. Ja, es geht hier schon morgens recht schön los. Wir waren um kurz nach neun hier, sind dann jetzt gleich von der Polizei, haben wir halt Bewegungs- mehr oder weniger Verbot. Ja gut, ist halt so. Pressefreiheit ist nicht mehr das, was es mal war. Hans Werner, du bist jetzt auch hier oben als einer der Ersten angekommen. Ja. Erzähl mal was zu den Weißen und den weißen T-Shirts. Ja, ich habe das mitbekommen durch die ganzen YouTube-Videos, die ich gesehen habe. Ich war noch nie bei einer Demonstration, zumindest hier gewesen, in Hambach und hier am Schloss oder am Schloss. Und ich habe es heute einfach mal angezogen, weil ich wusste, weiß ist die Lieblingsfarbe heute, gerade bei dem Sonnenschein, sollte man ja eine helle Farbe tragen. Und da habe ich einfach das weiße T-Shirt angezogen heute. Ja, und dann habe ich jetzt gerade gehört, dass der Aufenthalt hier auf dem Vorplatz nicht erlaubt ist. Die Polizei hat uns verboten, hier zu bleiben. Meine Frau hatte nichts Weißes an, die darf oder könnte theoretisch hier bleiben. Ich darf natürlich nicht bleiben. Und ich muss gleich sehen, dass ich mich irgendwo wieder entferne von dieser Fläche hier und darf erst hinterher wiederkommen, wenn die Versammlung nach oben kommt. Na gut, und wenn du das T-Shirt ausziehst, ist ja wunderschönes Wetter heute. Das könnte ich natürlich gleich in Erwägung ziehen. Dann dürfte ich natürlich wieder hier bleiben. Das ist das Schöne daran, dass es heute nicht so kalt ist. Und da gibt es tatsächlich Leute, die gegen Diskriminierung sprechen. Ja, also man wird diskriminiert, weil man ein weißes T-Shirt hat. So sieht das aus, ja. Ich weiß auch nicht, ob die Unterhosen kontrollieren, wenn man eine weiße Unterhose trägt, ob man dann auch dazugehört. Kann wahrscheinlich sein, dass gleich so eine Diskussion aufkommt. Es ist unfassbar, was in diesem Land passiert. Es ist unfassbar. Genau, genau. Hans Werner, wir werden heute einen schönen Tag haben, oder? Ja, den auf jeden Fall. Den lassen wir uns dadurch auch nicht vermiesen. Viel Spaß. Danke, euch auch. Ja, grüßt euch zusammen. Ihr habt es bis ganz nach oben zum Schloss geschafft. Ja. Ja, was ist euch oben widerfahren? Erstmal unten. Wir sind um 9:30 hier angekommen am Parkplatz. Ganz erstaunt, wie viel Polizeiaufgebot auf dem Platz ist. Unendlich viele Busse und Uniformierte. Und dann haben wir eine Taschenkontrolle gemacht bekommen, nachdem ich die Polizei gefragt habe, ob ich hier hoch darf. Ja, klar, darum, um die Absperrung. Tasche reingucken lassen, alles klar, wir dürfen hoch. Wir waren kaum oben. Und dann sind wir schon wieder runtergeschickt worden, also noch nicht mal den Treppen waren wir. Dann von einem sehr aggressiven, im dunklen Anzug, Glatze hat er gehabt, hat uns da angeschrien und wir müssen zurück, wir dürfen hier nicht sein, erst um 10 Uhr. Dann haben wir uns auf dem Weg wieder nebenhin gesetzt an der Straße, sind sie oben runtergerannt gekommen und haben uns mit euch zusammen runtergeschickt. Genau. Rausgeworfen. Ja, und dann haben wir dann unten gewartet und durften tatsächlich um 10 Uhr wieder die Straße hier hochlaufen. Und jetzt sind wir des Platzes verwiesen worden. Ich durfte noch auf Toilette, was ich letztes Jahr nicht durfte. Und ich hätte mich ja umgezogen und da oben werden nur bunte Leute erlaubt. Ja. Also tatsächlich, ihr seid diskriminiert worden. Wegen unserer weißen T-Shirts. Ja, weil wir Sprüche auf den T-Shirts haben. Nicht mal umgezogen, wurde aber auch mit Platzverweis belegt, weil ich offensichtlich zu dieser Gruppe gehöre. Ja, wir hätten zu eindeutige Sprüche auf den T-Shirts. Okay, wir müssen zur Versammlung, haben sie gesagt, wir wollen nicht. Doch, sie müssen dann jetzt stehen wir halt hier vor dem Wagen und warten halt mal, wer da jetzt auftritt. Ja, und die Begründung, weshalb wir runter müssen, war, dass 1500 zugelassen sind und wenn wir ja schon oben sind und dann stimmt das mit der Anzahl nicht mehr, die sie hochlassen. Das war die Begründung. Wir müssen also zuerst runter und dann wieder hoch, damit wir zu den 1500 zählen. Ja, ganz genau. Sonst wird die Zahl genau. 500 und Erste darf nicht mehr mit, weil es dann so viel sind wie bei den Obergrenzen. 200.000, der Nächste kommt nicht mehr rein, so machen sie es ja genau. Also hier ziehen sie es durch, bei der Außengrenze nicht, anscheinend. Lächerlich, lächerlich. Da passen einige Tausend hier hoch auf jeden Fall. Aber die Antifa nimmt ja alles weg da. Ja klar, erst
Westen ist der Parkplatz. Moment, ja, bevor es weitergeht. Genau. Nicht durcheinander reden. Ja, Entschuldigung. Ihr stresst mich gerade, ich kann so nicht arbeiten. Aber mit Profis arbeiten, ja. Was könnt ihr denn sagen zur Gegendemo? Nicht viel, also bis jetzt waren nur ein paar Frauen da, die... Die sogenannten Omas gegen ja, rechts. Ja. Und die waren eben weg. Es hat keine mehr an der Treppe gestanden genau. oder gelegen. Nee, die waren weg. Ja, die waren aber vorhin da. Ja. Ja, okay. Ja. Aber dieser Parkplatz ist zugestellt mit Polizeibussen, sodass von daher schon mal Platzeinschränkungen da war. Also dass mit Sicherheit nicht so viele Leute wie letztes Jahr teilnehmen können auf diesem Platz. Und ja. Aber es ist doch auch der Großteil des Platzes, also ich sag mal mindestens die Hälfte. Mit Bussen belegt. Ja, und ist abgesperrt. Und abgesperrt. Ja. Und die Hauptfläche, die größte Fläche ist abgesperrt für die Gegendemo. Genau. Und da hat man gerade 12 Menschen gesehen ungefähr. Ja. Also, wir waren jetzt noch nicht unten, also wir wissen nicht, wie viele da sind. Wir sollten ja eigentlich runter, aber sind hierhin gelotst worden. Also ich verstehe es, dann dürfen wir jetzt hier bleiben, sollen wir wieder runter? Welchen Weg? Finden wir unser Auto nochmal? Ja, was ist denn, wer kann denn mal ein Fazit formulieren, wie er das Ganze hier empfindet? Schikane. Reine Schikane. Vor allem der Ton, dieser aggressive Befehlston, das war also wirklich mehr als grenzwertig. Ja, also man fühlt, man hat das Gefühl, man ist irgendwie ein Straftäter, so wird man hier behandelt. Ja, genau. Also nicht wie ein freier deutscher Staatsbürger. Also Demokratie. Sieht anders aus. Die Neustadt ja sehr groß schreit und jedem aufbrummt, aber durchführen tut sie das nicht. Absolut nicht. Für mich ist dieses Schloss, dieses Gelände, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil wir genau schon wussten, was passieren wird, dass es sich noch doofer dran stellen wie letztes Jahr und noch mehr Einschränkungen sind. Vor was haben die Angst? Vor weißen T-Shirts? Dann gehe ich mal durch die Stadt und dann müssen die ganzen Boutiquen ihre weißen T-Shirts dann auch entfernen. Die sind wahnsinnig gefährlich. Also, weil wir haben da oben gegessen, getrunken, unsere eigenen Sachen. Ja, und dann sind wir gefährlich. Waren für uns alleine hoch. Ja. Wir haben keine Sprüche geklopft oder sonst irgendwas. Wir waren ganz friedlich, haben da oben gesessen und haben uns unterhalten. Ja. Das war alles. Das war unser Verbrechen. Das kann man ja nicht glauben. Ja. Und das ist in der Demokratie unmöglich. Ja, das ist Deutschland 2023. Ich danke euch ganz herzlich. Bitte. Gerne. Ja, liebe Zuschauer, wir haben uns dann auf den Weg gemacht und sind auch bis zum Schloss hochgekommen. Man hat uns durchgelassen, sogar ohne unsere Taschen zu kontrollieren. Ja, aufs Schloss selber durften nur Menschen, die kein weißes T-Shirt anhatten, ist unvorstellbar, aber es war tatsächlich so. Ja, und man durfte auch hoch, wenn man einen Presseausweis hatte. Alle anderen Teilnehmer der Veranstaltung durften sich nur im unteren Bereich des Schlosses aufhalten. Hier stehe ich, das ist dann der genehmigte Versammlungsplatz und hier ist eine kleine Tribüne aufgebaut. Das Verwaltungsgericht hat ja das Verbot der Versammlung hier auf dem Schloss gekippt, aber man hat sich das einfallen lassen, dass man hier eben im Außenbereich des Schlosses, also nicht am Schloss selber, eine Versammlung macht. Das ist ein ganz langgezogener Schlauch. Das sieht dann auch natürlich nicht so toll aus. Die Kommunikation ist auch nicht klasse. Also die Auflagen sind so, dass möglichst wenig natürlich von den vielen Menschen, die hinkommen, gefilmt werden können oder dass es nach nicht viel aussieht. Wir schauen mal, was da nachher wirklich kommt. Ja, jetzt schon.